Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Heute in dezenter, edler, luxuriöser Ausführung mit dem BMW i7 in der xDrive 60 Variante. Genau Leute, ihr wisst, wie es läuft. Erstmal hier zu Beginn. Einmal kurz und knapp der Schlüssel. Sehr simpel. BMW-Logo zuschließen, hier aufschließen, Kofferraum. Kennt man. Simpel und schick. Ich würde sagen, bevor wir aufs Detail auf dieses, wirklich kann man nicht anders sagen, fette Gerät eingehen, erstmal ein paar richtig schöne Aufnahmen. Let's go. Genau Leute, also wir sind heute, film mal ganz kurz hier so ein bisschen, einmal kurz rundherum, in Frankfurt unterwegs. Passt auch perfekt zu diesem Auto, sehr modern. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal wirklich ganz klassisch an. Ist auch das allererste Mal, dass ich heute in diesem Auto drin saß und dann logischerweise auch direkt gefahren bin. Aber ich habe es vorher einmal, wo wir in München waren, in der BMW-Welt, hatte ich es einmal gesehen gehabt. Und der Kleine wollte fast das Video crashen. Genau, ist für mich auch das allererste Mal, dass ich heute in dem Auto drin saß und dann sind wir es direkt hergefahren. Ganz verrückt, wirklich ganz abgespaced, aber ist auch sehr, sehr cool. Das Auto ist auf jeden Fall auch der perfekte Kontrast für all diejenigen, die den EQS nicht so mögen, weil das so ein abgeflachtes, rundes Design ist. Bedeutet, das ist alles andere als rund. Ihr seht, es ist so kantig, es ist so brachial. Das ist übrigens hier Brooklyn Grey. Finde ich richtig, richtig schön. Und was halt noch cooler ist, wir haben das M-Paket mit dazu konfiguriert und die Shadowline bedeutet, ihr seht, alles, was hier normalerweise an Chromelementen, wie zum Beispiel der Grill, chrom sein kann, ist bei uns in Schwarz. Einzige Sache, die ich leider ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man den Grill in Schwarz hinterlegt hat, kann man sich hier nicht noch die Lichter dazu buchen. Denn wenn der Grill in Chrom gehalten ist, kann man sich dann auch die Beleuchtung drumherum mit reinholen. Das sieht bei Nacht sehr, sehr cool aus. Und ja, was soll man sagen zu dieser Front? Leute, das Auto schreit förmlich nach Aufmerksamkeit. Es brüllt, ich bin da, ich bin am Start. Ich finde, in dieser Fahrzeugklasse, in dieser Fahrzeugkategorie sollten das Autos auch tun. Großer Grill, man hat sich daran gewöhnt, Leute. Es ist brachial, es ist ein fettes Teil, aber es ist auch eine fette Ansage, das Auto. Ich finde es aber wirklich sehr, sehr schön. Hier übrigens mit Swarovski-Kristallen die Crystal-LED-Scheinwerfer. Finde ich auch mega, mega schön. Da haben sich auch schon wieder, gerade wo man sich ein bisschen an die Nieren gewöhnt hat, haben sich die Leute wieder das Mundwerk drüber zerrissen. Die Meinungen waren so gespalten. Ist das hier gut oder ist das nicht gut? Findet man das geil oder findet man das absolut nicht geil? Die zweigeteilten Scheinwerfer hier. Und jetzt an der Stelle schreibt mir auch mal sehr, sehr gerne direkt eure Meinung in die Kommentare. Zweigeteilten Scheinwerfer, top oder flop? Haut's mal rein. Mit dem würde ich auch sagen, gehen wir schon direkt hier ein bisschen so zur Seitenansicht. Wobei ich glaube, wenn wir das von drüben machen, ist es schöner. Wir machen das mal von drüben. Übrigens, hier drunter unter dieser fetten Motorhaube befindet sich kein Frunk. Wir haben hier keine Verstauungsmöglichkeiten. Bisschen schade, weil es ist schon, wenn man sich das mal jetzt von der Perspektive reinzieht, man könnte da bestimmt noch gut was verstauen. Weil Kofferraum ist nicht klein, aber auch nicht unbedingt riesig, aber anderes Thema. Wir haben jetzt hier 20 Zoll, das sind die Winterfelgen. Finde ich aber auch, ist eine M-Felge hier schön in matt-schwarz. Passt richtig gut dazu. Und ja, was natürlich auch noch sehr cool ist, Leute, wer technische Spielereien mag. Ja, normalerweise, genau. Es ist, Leute, Türen selber öffnen, das ist ja, das war ja gestern. Warum sollte man das noch selber machen? Genau, und dann hat man hier innen übrigens, das schauen wir jetzt aber von innen mal ein bisschen schöner an, den Knopf, kann man die wieder schließen. Hinten natürlich selbes Spiel, da mache ich jetzt noch nicht auf, aber von der sieht man auch noch mal ganz gut, wie gigantisch die hintere Tür ist. Das Auto amtliche 5,39 Meter lang und Leute, es ist auf jeden Fall, man hat hinten mehr als genug Platz. Ich glaube, ein großer Teil des Videos werden wir auch hinten auf der Rückbank verbringen, weil man da mit dem Theater Screen auch alle möglichen Spielereien hat, aber ist sehr, sehr, sehr cool. Genau Leute, und damit wir das hier natürlich nicht vergessen, so geht es hier auf, genau. Ladeanschluss. Was haben wir? Wir arbeiten hier noch, beziehungsweise hier BMW arbeitet hier noch beim i7 mit einem 400 Volt Bordnetz. Bedeutet wiederum, es sind maximal nur 195 kW maximale Ladeleistung möglich. Jetzt war zweimal maximal drin, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und die Angabe ist auf jeden Fall, dass wir in ca. 28 Minuten von, was war es nochmal, von 50 Kilometer Reichweite auf 408 Kilometer Reichweite kommen. Ist auf jeden Fall ordentlich, aber da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen was nachlegen können. Genau, der Akku umfasst übrigens eine Nettokapazität von 107 Kilowattstunden. Ich würde sagen,
erstmal technische Daten, wenn wir schon dabei sind. Übrigens, umgerechnet stolze 544 PS bringt das Gerät hier auf die Straße. Das Geile ist natürlich, warum dieses Konzept, ich finde das richtig geil, ich verstehe auch nicht, warum sich die Leute aufregen. Natürlich, den gibt es ja auch in derselben Ausführung als Verbrenner, aber bei so einem Luxusauto macht natürlich das Konzept Elektro echt viel Sinn, weil man so gemütlich herfährt. Ich meine, Jan, du saßt gerade hinten, wir sind hergefahren, 1 bis 10, wie gemütlich war es? 13, seht ihr Leute, es ist auf jeden Fall echt Hammer, Hammer, Hammer. Hier, was ich auch cool finde, ihr seht es hier nochmal an der Scheibe, hier schön Hoffmeisterknick, hier an der Scheibe diese Rauten und die ziehen sich dann hier schön bei den Rückleuchten auch weiter, kleine Spoilerlippe. Und was ich halt geil finde, diese 3D-Rückleuchten, schön hinter so einem Rauchglas, sie sehen schon sehr böse, sind sehr tiefes Rot, viel Schwarz mit dabei, herrlich. Bevor wir jetzt noch hier einmal in den Kofferraum reinspringen, ihr seht es gerade, B&K, denn die Kollegen waren so lieb und haben mir den Wagen hier für das Video zur Verfügung gestellt. Webseite von denen verlinke ich euch, schaut auf jeden Fall auch vorbei. Waren alle mega freundlich, auch nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Und genau, Kofferraum. Hier, das finde ich echt nicht ganz so gut gelöst, weil die Verarbeitung von dem Knopf da lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber ist irgendwo auch wieder meckern auf hohem Niveau. Kofferraumvolumen sind wir hier bei 500 Litern. Ihr seht, unser Equipment ist drinne. 500 Liter, da ist der EQS, weil ich den vorhin schon angesprochen habe, mit, ich glaube, 615 Liter sind es auf jeden Fall ein Stück weit vorne. Ja, man kann über 500 Liter nicht meckern. Das ist nicht wenig, aber es ist eben halt auch bei dieser Fahrzeugkategorie nicht gerade viel. Aber natürlich, hatte ich schon erwähnt, das meiste spielt sich auf der Rückbank ab. Da geht natürlich auch am meisten Komfort rein und der meiste Platz hin. Generell, wirklich Leute, also wem dieses abgeflachte Design, das habe ich oft gelesen in Kommentaren, in Videos, wem das abgeflachte, runde Design, dieses abgelutscht, sagt man ja auch, bei E-Autos nicht gefällt. BMW hat da mit dem i7, glaube ich, eure perfekte Lösung hingestellt. Und ja, ansonsten, es sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Ihr seht ja, alles ist verdunkelt, keine Chromleisten, nirgendwo zu sehen. Finde ich wirklich richtig, richtig schick. Hier nochmal so leicht angedeuteter Diffusor. Ich weiß gar nicht, ach, hier ist unsere Kamera drin, genau. Ich würde sagen, in diesem Sinne springen wir auch mal. Ich freue mich schon ins Highlight. Wir springen mal rein in den Wagen. Let's go. Ah, wo bleiben meine Manieren? Ich meine, wenn wir schon den Luxus haben. Bitte geh. Ah, nein. Vorführeffekt. Bitte schön, der Herr. Optimal für Sie geöffnet. So, und dann gehe ich mal auf die Fahrerseite. Und dann setzen wir uns rein. Und ist jetzt so mühsam, darüber zu ragen. Braucht ihr gar nicht, Leute. Fuß, zack, auf die Bremse. Von Zauberhand ist die Tür zu. Ja, das Thema auf jeden Fall. Wir können die Türen automatisch öffnen, beziehungsweise die werden für uns geöffnet. Könnt ihr draußen auf den Knopf drücken, dann haben wir innen auch nochmal hier diesen Knopf. So. Ich glaube, wenn man auf den Knopf drückt, geht es auch wieder zu, genau. Oder eben, wie ich eben schon gesagt habe, ganz simpel einmal aufs Bremspedal. So. Was meiner Meinung nach gewöhnungsbedürftig ist, aber sehr futuristisch aussieht, das Lenkrad. Gerade hier so mit diesen, wie soll ich es beschreiben, mit den Lufteinlässen fast schon, ist natürlich auch das M-Lenkrad hier, sieht aber schon sehr, sehr cool aus. Auch gewöhnungsbedürftig, wir haben hier links ein Pedal, das ist auch unser einziges, hier rechts gibt es keins. Das ist das sogenannte Boost-Pedal, können wir während der Fahrt auf jeden Fall auch mal, wir fahren ja natürlich auch eine Runde, ausprobieren. Was auf jeden Fall schon mal ein Top-Punkt ist, Leute, viele haben sich das gewünscht, viele haben es immer bemängelt. BMW, Innenraum und Leute, hier haben wir ein gigantisches Upgrade gemacht. Natürlich auch hier voll integriert unser Screen. Diese, wie soll ich es nennen, diese aktive Leiste, natürlich wo unser Ambientelicht drin ist. Und das sieht auch in diesem Crystal Design wie die Scheinwerfer draußen so edel aus. Crystal Design findet sich natürlich auch hier bei dem Controller hier für zum Gang einlegen. Und kannst auch mal, ich glaube, da sieht man es besser bei dir drüben, in der Türverkleidung auch zum Sitz einstellen. Wer auf Kristalloptik steht, da hat er mit dem i7 auf jeden Fall das Fahrzeug seiner Träume gefunden. Und wir aktivieren einmal, zack, auf Start die Zündung. Was kann man denn? Wofür ist denn diese Taste da? Leute, ich habe eben gefühlt 5 Minuten lang versucht rauszufinden, wie man denn das Handschuhfach öffnen kann. Weil ihr seht, hier ist kein Knopf. Und jetzt habe ich festgestellt, dass es ganz simpel hier drüber geht. Auch gut zu wissen, für diejenigen, die sich fragen, wie man dann die Klimaautomatik verstellt, weil die ist hier quasi versteckt, hat man hier diese kleinen Buttons, kann man hoch, runter, links, rechts. Auch sehr cool gemacht, weil man das kaum erkennt. Bowers & Wilkins Anlage haben wir auch verbaut mit einem 4D-Sound. Wow, ehrlich. Also Leute, ihr macht euch hier Musik rein.
die Sitze vibrieren mit. Ihr habt quasi diesen Bass, der geht direkt in euren Körper rein, weil die Sitze euch das übertragen. Wir haben hier oben Lautsprecher, 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 Lautsprecher. Also was Surround Sound und die Musikanlage angeht, ist das hier natürlich auch allerhöchste Liga. Das ist einfach, das Auto ist Champions League, Freunde. Dafür steht der i7 ja auch, beziehungsweise der 7er. Es ist auch, ich bin auch ein bisschen verblüfft, weil ich ja, wie zu Anfang des Videos gesagt habe, allererstes Mal in dem Auto auch überhaupt drin sitze, allererstes Mal fahre. Ja, es ist einfach, das finde ich natürlich auch sehr geil. Ja, es sieht einfach stark aus, wirklich. Ganzes Menü hier kennt man ja mittlerweile so. Sitzkomfort können wir uns natürlich auch, was haben wir, Massagefunktion. Wir haben im Fond, können wir auch noch die Massage, Vorsitze sperren können wir, das wollen wir natürlich nicht. Wir haben Sitzheizung, Sitzbelüftung, alles, was es natürlich an Hightech zu bieten gibt. Natürlich können wir dann hier auch nochmal schön, zack, Handy reinlegen und, na komm, oder muss dafür das Auto? Ich mach's mal kurz. Ja, jetzt fängt es an zu laden, mache ich aber direkt mal wieder kurz aus. Es ist sehr, sehr, also Innenraum kann man meiner Meinung nach nicht wirklich drüber diskutieren. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden, aber das hat BMW top hinbekommen. Außen sind die Meinungen noch ein bisschen gespalten, aber ich freue mich schon auf eure Kommentare. Schreibt es mal sehr gerne unten rein. Und ich denke auch, viele finden das hier, gerade weil es so ein kantiges Design ist, noch mal schöner als den EQS. Aber ist natürlich alles eigene Präferenz. Ich nehme mein Handy mal wieder hier raus, zeige euch noch ein bisschen weiter, was wir hier zu bieten haben. Hier können wir natürlich öffnen, zweimal USB-C, bisschen Stauraum. Kann man das Ganze hier? Nee, okay. Hier haben wir zweimal Cup Holder. So, finde ich auch cool. Kann man dann wieder schön zumachen und ist eins. Und natürlich auch sehr, sehr schön. Finde ich auch bei so einem Luxusauto einfach ein Muss. Voll Alcantara Dachhimmel. Hier natürlich komplett bis hinten durchgezogen. Ich würde sagen, ich ziehe meine Jacke aus und nehme mal hinten rechts auf dem Präsidentensitzplatz. Auf dem Präsidentensitzplatz. Ja, das war auch schon wieder mit Deutsch auf dem Präsidentensitzplatz. Genau, so. Und let's go. So Leute, und auch nochmal zum Partner des heutigen Videos, denn es hat einen ganz großen Vorteil, wenn man so entspannt hier hinten liegt, kann man die Zeit sinnvoll nutzen, und zwar nehmt ihr dafür einmal euer Handy oder euer Endgerät, worüber ihr auch gerade dieses Video schaut, geht dann einmal auf den Link hier in der Videobeschreibung, denn da gelangt ihr auf die Plattform Geld für E-Auto. Einmal zack auf den Link und dann kommt ihr direkt auf die Plattform Geld für E-Autos. Cookies akzeptieren wir jetzt mal. Und dann seht ihr ganz schon, es ist wirklich simpel. Denn wenn ihr voll elektrisch unterwegs seid, wie wir zum Beispiel mit dem 7er, könnt ihr ja eine THG-Prämie für euer E-Auto einkassieren. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht hier ganz simpel. E-Auto besitzen, Fahrzeugschein hochladen und jährlich Taschengeld erhalten. Dann geht man auf Jetzt registrieren. Dann kriegt man die Steps hier wirklich noch einmal einzeln aufgelistet. Ist sehr simpel, kriegt ihr alle hin. Ich glaube an euch. Und das Coole ist, dass ihr natürlich auch, falls ihr das schon eingelöst habt, und Freunde von euch voll elektrisch unterwegs sind oder Familienmitglieder, die könnt ihr auch werben und dann kriegt selbst ihr eine kleine Provision, sind 50 Euro, wirklich coole Aktion. Und das Ganze gibt es mittlerweile auch in Österreich für diejenigen, die sich das Video von dort drüben aus anschauen. Also Leute, ist eine coole Sache, wer mich unterstützen will, Link ist unten in der Videobeschreibung. Geld für E-Autos, die Plattform, let's go. Bitte schließe die Tür hinten rechts. Geht klar, ich schließe deine Tür. Leute. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Wir haben hier, sieht man auch, in der Tür integriert, sowohl hinten rechts als auch hinten links, kleine Screens, aber so klein sind die auf jeden Fall auch nicht. Ich kann mal, die sind schon sehr solide in der iPhone-Größe. Und da können wir dann einmal hochswipen. Wir haben hier Rollos. Können wir, ah, die Ansicht ist aber auch, ich öffne mal alle. Ja. Wird es auf jeden Fall direkt schön hell. Ist, glaube ich, für euch auch besser. Dann kann man das ein bisschen besser sehen. So, hier haben wir auch noch ganz cool integriert, finde ich. Kann man hoch und runter ziehen. So, hier auch wieder dieses selbe wie vorne im ganzen Bereich. Also der Fond ist schon sehr, sehr gut gemacht. Klimaautomatik ist natürlich auch alles automatisch hier. Kann man, okay, Stauraum wieder zweimal USB-C. Also Geräte könnt ihr hier laden ohne Ende. Kann man hier noch irgendwas... Ach so, okay, ne, das holt man dann quasi da raus. Ihr seht aber auf jeden Fall auch wieder hier, genau wie vorne und wie bei den Scheinwerfern, diese Crystal-Struktur, die sich so durch das ganze Fahrzeug zieht. Und auch die Volllledersitze hier sind auch in so einem ähnlichen Rauten, in so einer ähnlichen Rautenform gesteppt. Finde ich aber mega, mega schön. Ja, ich will mal, muss man sich erstmal kurz zurechtfinden hier. Wo kann ich denn, kann ich das so? Ah, Lounge Position wird eingestellt. Und dann seht ihr, Leute,
wenn die Fahrt zum Helipad oder zur Yacht mal einen kleinen Ticken länger dauert, dann möchte man sich ja auch gemütlich im Fahrzeug entspannen und zurücklehnen. Und dann ist das hier natürlich auch möglich. Sitz fährt jetzt komplett nach vorne. Ja, hier fährt die Lehne noch aus. Ich weiß gar nicht. Das Problem ist, Leute, okay, kann ich da... Dauert einen kleinen Moment, aber ich denke, es wird sich lohnen. Ach, da kann ich meine... Aha, Alter. Oh mein Gott. Ich hatte kurz die Befürchtung, wer schon eines meiner Videos gesehen hat, bei sowas, ich bin 1,95, Leute. Aber ihr seht's, das ist kein Thema. Das ist gar kein Problem. Was kann ich denn noch hier... Massage kann man sich noch aktivieren. Massage, ja, Ganzkörperaktivierung, Lendenmassage. Ich brauche einen kleinen Moment hier. Ich muss ein bisschen. Das ist der Spa-Urlaub, den ich mir dieses Jahr leider nicht leisten konnte. Den habe ich jetzt hier. Nee, es ist ehrlich. Es ist, und dann geht es ja noch weiter. Das ist ja noch lange nicht alles, Leute. Wenn man dann hier so gemütlich liegt, über Theater Mode ausklappen, genießen Sie ein luxuriöses Entertainment-Erlebnis. Das, meine Freunde, das ist es auf jeden Fall. Ihr habt die Sounds gehört, wie episch das hier runterfährt. Übrigens auch hier oben schön im Panorama-Glasdach. Sky Lounge sieht bei Nacht bestimmt sehr, sehr cool aus. Ich hoffe mal, dass ich da vielleicht in naher Zukunft auch was für euch abdrehen kann, dass wir da was Cooles für euch abdrehen können. Aber jetzt erstmal noch hier bei Tag. Möchten Sie den Theater Screen weiterhin verwenden? Ja, weiterhin verwenden. Es ist so ein Gerät. Übrigens über 30 Zoll groß, also amtliches Fernsehniveau. Deutschland, suchen nach Updates. Dann haben wir hier rechts übrigens Frankfurt am Main. Sie sind offline. Audio Bluetooth Display. Einklappen. Ach, man kann zoomen. Man kann das Format auch ändern. 16:9, 21:9 oder... Okay, nee, so weit möchte ich gar nicht zoomen. Helligkeit, Position. Ach, das kann quasi Fahrer und Beifahrer dann machen. Ja, okay, tatsächlich. Input. HDMI, Amazon Fire TV. HDMI, keinen Anschluss gefunden. Also, falls der ein oder andere von euch zu Hause eine Playstation hat und möchte auf dem Weg in Urlaub ein bisschen zocken, ist hier möglich. Ist hier alles möglich. Der i7 macht's möglich, Leute. Man muss sich hier wirklich mal ein bisschen zurechtfinden. Jetzt will ich was rausfinden. Jetzt müssen wir, es wird vielleicht einen kleinen Moment dauern, aber ihr seid live dabei. So, mein Bluetooth ist aktiviert. Verfügbare Geräte aktualisieren. Es zeigt mir, DJI, es zeigt mir dein Gimbal an. Zeigt es gerade leider nicht an. Kann man hier. Hat das Anschlüsse? Ja, müsste eigentlich Anschlüsse haben hier irgendwie. Okay, dann. Ich bin ja aber eigentlich mit dem BMW an sich verbunden. Zwar vorne, aber wenn ich jetzt hier was anmache. Okay, nee. Lasst mich das mal ganz kurz rausfinden, Leute. Gib mir einen Moment. Okay, Leute, also ich muss euch ein kleines wenig enttäuschen. Anscheinend muss man sich auf jeden Fall, zum einen ist die eSIM hier nicht konfiguriert, bedeutet, wir haben hier noch keinen Internetzugang, bedeutet, man hat hier noch nicht allzu viele Funktionen, muss man dann natürlich, wenn ihr euch das Fahrzeug zulegen würdet, über die App natürlich auch, beziehungsweise die eSIM aktivieren und dann hat man hier wahrscheinlich, aktiviert er sich hier? Ah, ich muss ihn hier wieder anschalten, aber dann hat man erst vollen Zugriff auf alle Features und kann sich hier Filme, Netflix, alles drum und dran, alles, was das Herz begehrt, reinziehen. Aber ja, ansonsten ist das auch eigentlich, bevor wir jetzt zum Fahren springen, erstmal mein verblüffender Eindruck. Was halt natürlich auch noch, schau mal, zieht euch das mal, kann ich die kurz? Ne, die ist natürlich fest, aber ja, Leute, das ist schon wieder so ein Faktor, dass es so gut und so edel ist, dass man fast schon Angst hat, beziehungsweise es zu schade ist, bei so, jetzt ist gutes Wetter, aber ja, wenn es schneit, wenn es regnet, will man da eigentlich nicht so drauflatschen. Sind wie die Teppiche zu Hause, wäre nicht sogar besser, aber es ist, dafür steht so ein Auto halt eben. Und ich bin auch wirklich mal gespannt, schreibt es mir unbedingt, haut es in die Kommentare. Das, weil es ist ja der perfekte Gegner, der EQS. Es ist auch voll elektrisch, Luxus-Limo mit dem Vor-Entertainment bei Mercedes dann. Was findet ihr besser? Sollte man zwei kleine Screens hinten an den Fahrer- und Beifahrersitzen haben? Sollte man diesen fetten Theater-Screen hier haben? Was ist eure Präferenz? Kantiges Design, abgerundetes, abgelutschtes, wie ich auch immer sage. Ja, prügelt es mal wirklich. Verprügelt die Kommentare da unten. Haut alles rein. Ich will es wissen. Mich interessiert es sehr. Erstmal, ich würde sagen, das war es. So viel dazu. Wir springen zum Fahren und dann nochmal zum kleinen Fazit. Okay, Leute,
Ihr habt, ich muss noch kurz das Dachrohr. Hallo BMW, ich will hinten das Dachrohr, weil ich nicht sehen kann, weil das noch hier auf Präsidentenbasis angelehnt ist. Öffne hinten das Dachrohr, bitte. Dieses Fahrzeug ist leider nicht mit Sonnenrohrlos ausgestattet. Ich bin ein wenig verwirrt. Alle Rohrlos öffnen. Jawohl, jetzt können wir auch hinten was sehen, liebe Leute. Wir fahren los und können wir auch mal direkt eigentlich die Sprachsteuerung. Hey, es ist... Film das mal, ob man das vorne sieht in der Scheibe. Das ist so ein Schiff, was hier auf einen zurollt. Das ist echt sehr, sehr krass, wirklich. Das Auto ist... kann ich mal... Ich finde, das sieht auch wirklich sehr, sehr geil aus mit dem System hier. Ganz Frankfurt abgebildet. So, Leute, bisschen stadtauswärts hat da nicht so viel Sinn gemacht. Wir standen nur an der Ampel. Wir wollen natürlich eine schöne Runde fahren, auch hier. Ich habe mittlerweile auch die Funktion gefunden, von der ich vorhin gesprochen hatte. Denn wir haben hier Iconic Sounds. Unter anderem den hier. Das halbe Schild fehlt, okay. Aber ich möchte euch mal zeigen, wir gehen hier auf My Modes. Wählen dann Expressive. Ist meiner Meinung nach vom Sound her auf jeden Fall das krasseste. By the way, kennt man schon aus dem einen oder anderen Modell von BMW. Der Sound jetzt, beziehungsweise ich denke, es war nur aus dem iX. Aber auf jeden Fall, der Sound hier auch komponiert vom lieben Hans Zimmer. Sehr verrückt, sehr abgespaced, aber auch irgendwie edel zugleich. Und wenn die Ampel in diesem Jahrhundert noch grün wird, zeige ich euch das auf jeden Fall auch. Denn sobald man da beschleunigt, hat man in Expressive, in Personal, in Sport natürlich verschiedene Sound-Modis auch. Man hört es schon leicht. Ich bin mal kurz leise. So, natürlich auch, wenn ich vom Gas runtergehe und der Wagen rekuperiert, auch ein leichterer und leiserer Sound, aber auch auf jeden Fall einer. Und jetzt möchten wir natürlich auch mal ein bisschen beschleunigen. Ihr merkt, das geht bis oben hin raus. Sehr verrückt, muss man sich dran gewöhnen. Ich weiß, viele mögen es nicht. Ich finde es besser als Stille. Und gerade halt bei so einem, wir haben auch mal kurz hier unbegrenzt. Und jetzt müssen wir wieder abbremsen hier, 100. Ich will direkt mal im Vergleich Sport haben. Das interessiert mich auch mal sehr. Ich muss mich kurz hier einordnen. Generell, Leute, falls ich es noch nicht angesprochen hatte, außen, also schnell fahren, es hat keinen Sinn. Dafür ist das Auto hier nicht ausgelegt. Man braucht jetzt nicht irgendwie abchecken, wie schnell das fährt. Abgeriegelt bei 250 km/h waren es, ist er abgeriegelt. So, kann ich mal kurz einordnen hier. Natürlich Assistenzsysteme, toter Winkelassistent. Alles, was wir kennen, Kameras an jeder Ecke des Autos. Und ja, generell, warum ich das Konzept, das E-Konzept in diesem Auto so genial finde, ist, weil man, sei mal ehrlich, wir schweben hier, ne? 2,7 Tonnen wiegt das ja, das gute Stück. Das wird hier so ganz entspannt über die Straße geschwebt. Zeigt jetzt auch an, natürlich hier Schildererkennung, die 100 km/h. Und ich glaube, nach der Baustelle ist auch noch mal kurz unbegrenzt, ne? Also nach der Baustelle beschleunigen wir auch noch mal ein bisschen, nicht um zu sehen, wie schnell der Wagen kann, sondern um uns die volle Dröhnung Sound hier zu geben. Und generell Active Bar nennt sich das ja hier in dieser Kristalloptik. Das sieht schon richtig stark aus. Jetzt im Sportmodus mit dem Blau-Rot-Übergang finde ich sehr, sehr, sehr cool. Aber ich finde trotzdem noch im Vergleich EQS oder S-Klasse in dem Fall, das Ambiente-Licht hat sich auch sehr verändert, ist intensiver geworden, aber trotzdem noch nicht so intensiv wie bei Mercedes. Aber ich glaube, das werden auch viele wertschätzen, dass es noch nicht so krass ist. Deswegen Active Bar kriegt von mir auf jeden Fall einen riesen dicken Daumen nach oben. Ja, ich kann's Schild schon sehen. Das beste Schild, was es nur in Deutschland gibt, das existiert nur bei uns, Leute. Und zwar ist das hier die schön durchgestrichene 100. Setzen schon mal einen Blinker. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Ich glaube, persönlich ist mir aber Expressive sogar lieber. Ändert sich auch hier direkt die Farbe, das ist der Active Bar. Hier die ganze Ansicht. Ist mir aber, glaube ich, so am liebsten mit Expressive. Der ist sowas, ich weiß nicht. Kann ich nicht beschreiben. Wüsste ich jetzt nicht, kann ich nicht mit Instrument oder so zuordnen. Aber klingt schon ganz cool. Und dann haben wir hier noch die Boost-Taste. Nur ein Pedal hatte ich vorhin angesprochen. Wenn jetzt mal eine Gerade kommt, würde ich auch mal aus der Neugier halber gerne draufdrücken. Wir können uns mal ganz kurz hier die Karte auch noch anschauen. Auch alles sehr gestochen scharf hier, läuft flüssig. Und dann bist du ready für den Boost. Klicke ich einmal drauf und dann
Ah, jetzt habe ich 10 Sekunden lang. Okay. Ich verstehe. Okay, und das war es dann auch wieder. Die Frage ist, kann ich jetzt direkt wieder drauf drücken? Ja, du kannst mal filmen, hier die Ansicht. Sportboost. Hat man ein paar Sekündchen und dann... Genau. Es ist schon stark gemacht. Also, Upgrade hat BMW hier allemal gemacht. Kann man nichts dagegen sagen. Jetzt ist natürlich nur noch eure Präferenz. By the way, in dem Brooklyn Grey, wie wir ihn hatten, mit M-Paket, Shadowline, hinten natürlich Theater Screen, Executive Lounge, alles voll bepackt. In der Konfiguration 170.000 Euro, 780. Genau, das ist der eurogenaue Preis. Schreibt mir auch mal gerne rein, findet ihr den Preis gerechtfertigt? Wie findet ihr das Auto? Wie findet ihr das Auto im Vergleich zum EQS? Ja, Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier, ich habe mich für euch schick gemacht, habe euch das Auto in aller Manier hier präsentiert. Und dafür müsst ihr auf jeden Fall schon mal hier abonnieren, liken, kommentieren, Glocke aktivieren, so rum, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.